Für einen kurzen Moment kam am Sonntagabend in der Westpress-Arena Wehmut auf. Nachdem der ASV Hamm-Westfalen sein letztes Heimspiel der Saison 2013-2014 gegen den TSV Altenholz erfolgreich beendet hatte, wurden gleich vier Spieler von den Fans und vom Vorstand verabschiedet. Es verlassen Torwart Felix Storbeck, Alexander Auerbach, Matthias Struck und Andreas Simon die Mannschaft. Zuvor lieferte diese gegen den Gast aus Schleswig-Holstein noch einmal eine packende Vorstellung ab. Raffiniert und über viele Stationen spielten sie die Altenholzer Abwehr am Kreis aus, sodass der Ball häufig den Weg ins Tor von Gästetorwart Florian Hosner fand. Mit einem Vorsprung von 14:12 für die Gastgeber endeten die ersten 30 Minuten. In der zweiten Halbzeit setzte sich der ASV mit 20:15 ab und dominierte den TSV Altenholz bis zum Ende der Partie. Zum Endstand von 32:27 hat auch Felix Storbeck mit einigen Paraden seinen Teil dazu beigetragen. Dieses Spiel machte bei Spielern und Fans bereits Lust auf die neue Spielzeit. Über 1700 Zuschauer feierten ihren ASV über 60 Minuten und machten die Verabschiedung der Spieler zu einem emotionalen Erlebnis.